Welcome back, folks, to the Let's Play Fahrenheit. I'm the Bosefall, and we're going to play. So, schön, wie hier die Framerate gerade ordentlich sinkt. Jetzt hat sie sich stabilisiert, das ist kein Problem. So, wir könnten hier eigentlich Musik spielen, aber das können wir erst später machen. Moment wäre eben nicht nach Musik. Eine bösartige Krähe. Genau, verzieh dich einfach. Gut. Jetzt würde ich gerne hier kurz noch den TV anschmeißen, was wir da für Nachrichten haben. Die Leiche eines Mannes wurde in der Toilette eines Restaurants im East End entdeckt. Der Täter stach mehrmals mit einem Steakmesser auf das Opfer ein, während im Nebenraum die übrigen Restaurantgäste ahnungslos weiteraßen. Die Polizei sucht bereits nach einem Verdächtigen, der den Tatort kurz vor Entdeckung der Leiche verlassen hat. Eine genaue Personenbeschreibung liegt uns noch nicht vor, aber wir werden sie auf dem Laufenden halten, sobald... Pretty creepy stuff. So, ihr seht auch schon, wir können entscheiden, wie schnell wir aufstehen wollen, indem ich den Controller nur ganz leicht durchdrücke. Okay, gut, wir checken uns noch. Wir überprüfen jetzt noch unsere E-Mails. Wir machen aber mal ein bisschen Musik an. Das Geile daran ist, in dem Spiel wird hier echte Musik genommen. In diesem Fall von Theory of a Dead Man. Und ich mag die Band sehr. Ich spiele einfach mal Santa Monica ab. Weil das Lied finde ich recht geil. Können wir das auch ein bisschen lauter stellen? Denn Musik hilft dir bekanntlich für alles. The love is gone. So, wir können uns ein bisschen am PC umsehen. Oder hier erstmal ein Foto angucken. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Ja, unschöne Erinnerung. Lassen wir es sein. Me to remain with all your excuses for everything. Sorry, wir wollen uns mal im Posteingang sehen, ne? Keine neuen Nachrichten. Lame. Was haben wir hier im Web? Computerspiele fordern neue Opfer. Wie ironisch. Oh, das lesen wir jetzt nicht alles durch. So, mehr Schnee, Kaltluft, Front, 20 cm Schnee. Mann, oh Mann. Und irgendein Ultimatum für Pakistan. Könnt ihr euch gerne alles durchlesen, indem ihr hier zum rechten Moment pausiert. Hier bitte auch nochmal. So, okay, gut. Und ich denke, wir können uns jetzt langsam hier verabschieden. Dead like me. Left Santa Monica. Ah, das ist einfach so geil. Okay, ich denke mal, wir machen jetzt hier erstmal Musik aus. Muss ja nicht unbedingt weiter düdeln, wenn wir jetzt hier rausgehen. Ist ja nur Stromverbrauch. Okay, dann würde ich sagen, wir verlassen die Bude. Sollte eigentlich keiner weiter kommen. Tschaußen. Und ich glaube, jetzt kommen wir zu dem
Minipunkt, wo wir uns den Charakter auswählen können. Und ich würde sagen, wir machen erstmal mit Carla weiter. Damit wir auch ein bisschen Abwechslung drin haben. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, in dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Zum Verrecken, ja? Hi, Carla. Wie geht's denn so? Hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Oh, schön aufs Wunderauge drücken, ja? Rückt deine Pensionierung schon näher? Und dein nahender Tod? Ich meine, du bist alt, Kollege. So, wir müssen erstmal zu unserem Büro. Und auf der Minimap wird uns quasi angezeigt, wo wir hin müssen. Und zwar ans andere Ende des Raumes. Hier können wir auch nicht mehr rennen. Das heißt, wir müssen uns mit Gehen begnügen. Hallo, Carla. Ja, hallo, sag am besten gar nichts. Hey, Carla! Bestell deinen Partner, er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Schöner Hipster-Polizist. Ole Jeffrey. So, wir können uns gleich noch einen Kaffee holen. Macht uns noch ein bisschen munter. Und verbessert natürlich dann auch unsere Moral. Nennen wir es ruhig mal Moral jetzt so für die nächsten paar Folgen. Wenn ich dran denke. So, ich denke, wir können hier auch noch mit den einigen Polizisten reden. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Gut. Schön, dass unsere 5 Punkte wieder genommen wurden, aber das ja, ist problematisch, aber nicht jetzt ein Grund, hier gleich in Depression zu verfallen. Übrigens, falls ihr fragt, dieser Status hat keine Auswirkung auf die Sachen, die man auswählen kann. Hallo Carla. Hi Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Okay. Gut zu wissen. So, schöner Übergang. Die Figur an sich zu ändern mit dem Aussehen. Ah, Kaffee. Ah, das schmeckt immer so bitter im Mund. Wir werden uns noch ein bisschen Wasser gönnen. Was ich bemerkt habe an diesen Wasserspinnern, die haben, glaube ich, 2 Knöpfe. Einen für kalt, einen für warm. Zumindest ist das in dieser einen DM-Apotheke bei uns immer so gewesen, aber da hat heiß irgendwie gar nichts gebracht. Tyler hasst es, wenn jemand an seine Sachen geht. Okay, dann bleiben wir also da erstmal weg. Tylers Basketball ist immer noch hier. Wie oft muss ich es ihm denn noch sagen? Gut, gut. Haben wir irgendwelche Faxe bekommen? Nein, wir haben keinen Fax. Okay. Dann würde ich mir sagen, gehen wir uns hier zum Schreibtisch, rufen bei Tyler an. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt. Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Gut, jetzt könnten wir eigentlich auch wieder die Charaktere wechseln. Das machen wir auch mal. Wir gehen gleich mal zu Tyler raus. Und zwar sind wir hier in Taylors Wohnung. Daneben liegt seine weiße Freundin Samantha. Das gibt's auch sehr selten, dass es ein interracial Couple gibt. Also ein... Bleib doch noch ein bisschen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los.
Ich mache uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Und zwar ein Pärchen zwischen einem Afroamerikaner und einer kaukasischen. Genau. Mann, ich könnte sie stundenlang so ansehen, während sie schläft. Wir sind schon seit 2 Jahren zusammen, aber ich fahre noch genauso auf sie ab, wie am allerersten Tag. Das ist sehr gut. Irgendwo konnte man da hier... Irgendwo war hier ein Fragezeichen da. Da kommt man nur sehr schwer hin. Ah, hier ist es. Das ist Sox. Eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Hey, nice. Es ist schon total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Na, super. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Na, echt mal. So, wir könnten jetzt unter die Dusche gehen. Wir können aber natürlich noch ein bisschen andere Sachen machen. Ich dachte, du hättest es eilig. Hey, für dich habe ich immer 5 Minuten Zeit. Nur 5 Minuten? Das wird natürlich jetzt so schön ausgeblendet. Das mag ich auch im Spiel, diese Diskretion, sagen wir es mal so. Gut, was können wir noch machen hier? Wir können noch mit dem Jojo interagieren. Tylers Basketball kritisiert ihn aber, das Jojo selber von ihr hier liegen lassen. Das war total bekloppt, aber hilft mir beim Nachdenken. Das war auch, glaube ich, recht schwer. Müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, 2-mal runter, 2-mal gerade und dann der Looping. Probieren wir es mal. Zack, 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 zack und jetzt zack, 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 zack und der Looping. Yeah. Zack, 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 zack. Und jetzt so. Ich glaube, wenn wir das ein paar Mal machen, dann kriegen wir auch wieder einen Moralbonus. Deshalb mache ich das hier nur. Aber solche Minispielchen sind ganz angenehm. Und. Boah, gerade so. Und nochmal. Zack, zack. Keine Ahnung, wie oft ich das machen muss. Ich glaube, das war auch ein bisschen länger. Kann ich auch mal erzählen. Jojo habe ich nie gekonnt, richtig? Aber als Kind habe ich das immer nur 1-2 Mal geschafft. Mittlerweile jetzt als Erwachsener, das geht schon recht. Aber ich mache es nicht oft. Muss auch sagen, dass das eine sehr komische Angewohnheit ist, Jojo beim Nachdenken zu spielen. Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Da sieht man immer wieder, wie multitaskingfähig die guten Frauen sind. Jojo spielen und nachdenken. Okay, ich denke mal einmal noch und dann können wir dann auswickeln lassen. Wir wollen ja jetzt hier nicht noch die restlichen 2 Minuten an diesem Jojo hier verbringen. Gut, lassen wir es auslaufen. Blablabla. Packen wir es zurück. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Schon wieder. Und da haben wir auch das Plus 5 bekommen, das wir durch das Jojo-Spielen erworben haben. Und wir rufen nochmal bei ihm an. Das kann ja nicht sein, dass der da hier ordentlich Sexy-Teil macht und hier einfach nicht kommt. Ja, Carla, bin auf dem Sprung. Ja, ich weiß. Nein, ich wurde aufgehalten, deswegen... Ja, okay, bin gleich da. Schön aufgehalten wurde. Gut, dann rüber zu Tyler. Wow, Süße. Okay, jetzt bin ich aber wirklich weg. Naja, damit haben wir immerhin 10 Pluspunkte gesammelt. 20 haben wir ja geworfen, als wir angefangen haben. 10 haben wir verloren, als wir aufgehört haben. Ja, das Badezimmer ist im Schlafzimmer. Heißt also, man muss zwangsweise in das Schlafzimmer rennen, um ins Badezimmer reinzukommen. Sehr ungemütlich für Gäste.
Okay, gehen wir mal unter die Dusche. Und schöne Pornomucke. Alles klacken, weil ich gerade der mit seinen Fingern geschnipst hat. So, 15,5 Minuten. An dieser Stelle sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschaußen.